Besten Dank. Ich verstehe die Geschichte nicht. Was sind wir denn jetzt? Ist das wieder... Okay. Komm her. Boah, Alter. Das ist immer wieder ekelhaft. Das ist es. Das Buch für den Uhrenladen. Perfekt. Sehr gut. Da gehen wir gleich wieder zurück. Warum hast du uns verlassen? Okay. Das war jetzt aber auch nur Zufall, dass wir das Codebuch gekriegt haben. Ist das? Ja, ich könnte mal... Oh. Sag uns, was du über die Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Da sollen wir mindestens auch herholen. Schütte mir ein Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Alter, wie eklig. Haben die den zusammengeschlagen oder was haben die mit dem gemacht? Leck mich am Arsch. Bah. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie getrieben? Moment. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht auch grausam? Oder die eigenen... Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Hey, das ist Fink! Fink braucht keinen großen Grund. Nein, anscheinend nicht. Slade, er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Wir hätten ihn töten sollen, oder was? Dann machen wir das jetzt, du Ärmster. Hey. Ich nehme an, das war es, was er wollte. Tut mir leid, aber ganz ehrlich, das kann nicht sein. Ruhe in Frieden, alter Mann. Was ist hier? Hey. Scheiße, der ist auch tot. Kacke, Alter. Wo ist der Rest? Okay. Okay, dann gehen wir hier rein. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Ja, dann mach auf, bitte. Fertig. Danke. Haben wir einen Lockpick? Nee, der ist einfach nur tot. Ich hoffe, der hat sich selbst erschossen. Ist das hier? Beim Töten mit Teufelskuss, Schockjockey oder blablabla springen die Effekte auf nahe Feinde gegenüber. Das ist cool. Was haben wir denn als Vergleich? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Perfekt. Kannst du das knacken? Das kriege ich hin. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. So. Der Witz, Sie sind ein Löwe. Aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch sie werden merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, DeWitt. Nicht mit Hyänen. Aha. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht mal, warum wir das jetzt hier alles machen. Wir sollten die Alte retten. Und jetzt machen wir wieder was ganz anderes. Was ist denn hier los? Was? Hier ist ein Lockpick, oder? Ja, dachte ich mir schon. Ich weiß ja nicht, wo es lang geht. What the fuck? Ja, leckt mich am Arsch. Ach, zu spät. Verdammt. Was hat er gemeint? Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Hä? Was?
Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel? Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Booker. Shen Lin. Die Leiche ist weg. Sieht man jemals hier? Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Alter! Was geht denn jetzt hier ab? Hallo? Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ja, leck mich am Arsch! Komm, gehen wir rein. Okay, öffne ihn. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Was zum Teufel? Was ist denn jetzt hier kaputt? Dann gucken wir uns mal die Scheiße an. Scheiße, Alter. Wir sind alle. Lass uns zurückgehen. Hä? Du bist trotzdem tot? Warte mal, was ist denn dann mit Fink? Fink ist trotzdem tot. Okay. Na gut, der lebt jetzt nicht mehr. Ich verstehe es jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Verrückt. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Alter Schwede, ich blicke hier gar nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Also jetzt ist vorbei. Jetzt ist richtig vorbei. Karabiner brauchen wir nicht. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Ich bin angeblutet. Hä? Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Kann ich dich nochmal töten? Ja, kann ich. Dann töte ich dich eben auch nochmal. Was hatten die alle? Sie haben sich erinnert. Erinnert woran? Tot zu sein. Hä? Also jetzt geht's hier ja los. Als mein Sicherheitschef sollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden Scheiße! Scheiße! Mann. So, und jetzt? Müssen hier mal weiter. Können wir hier hoch? Ja, wunderbar. Hast du die Hosen voll, Jungchen? Nee, ich hab die Hose nicht voll, aber ich finde dich nicht. Ich möchte dich töten. Wo bist du? Und verschieß nicht deine Munition, die brauche ich gleich noch.
Alter. Wer ist der da an der Wand hing? In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Ja, ich auch. Ich blicke hier nämlich gar nicht mehr durch. Wie gesagt, geht gar nicht. Jetzt mit dem Scheißgeld. Ah, hier. So, Elizabeth? Mal sehen. Was ist das denn? Wenn du an oder von der Skala springst, wird deine Waffe nachgeladen. Nehmen wir mit, brauchen wir aber nicht. Fertig. Danke. Ui, das war ordentlich Kohle. Perfekt. Gibt's denn noch irgendwas Brauchbares? Nee, leider nicht. Nee, gar nicht mehr. Okay, dann hauen wir hier ab. Eigenartig. Fucking strange, ehrlich. Was haben wir denn hier? Ach ja, genau, wir können jetzt hier was kaufen. Ja, ne? Ne? Keine Ahnung, was wir jetzt nehmen. Wie wär's, wir sparen das Geld einfach mal. Was sind Sie lieber? Tödlich oder tot? Das haben wir noch gar nicht gekannt. Was ist das hier? Das war doch immer auf der anderen Seite. Waffenschmied freigelassen. Eine Produktion von Columbia. Bla bla bla. Aha. Verfahren gegen Lynch. Nee, Chen Lin eingestellt. Was könnte hinter dieser Wende stecken? Hä? Vermutlich sein Schwager, der Sicherheitschef bei Fink ist. Alter, ich blick da nicht mehr durch. Ehrlich. Keine Chance. Komm, nehmen wir mal die Shotgun mit. Und gehen wir mal hier raus.